Meine lieben Freunde, heute möchte ich etwas, das ich übersetzt habe, vorlesen. Und zwar Aufsteigen auf Ihrem Heimatplaneten aus einer Quantenheilungs-Hypnosesitzung mit Alison Coe und einer Klientin, die sie dazu befragt hat, die auf ihren Heimatplaneten wieder aufgestiegen ist. Und so werde ich jetzt beginnen, euch da die Übersetzung, die ich gemacht habe, vorzulesen. Lehnt euch zurück und genießt und seid gespannt. Hallo allerseits, ich bin Alison Coe. Ich bin ein wenig erkältet und das ist der Grund, warum ich es als Audio heute einstelle. Tatsächlich stieß ich auf diese Sitzung vor Monaten und ich wollte es teilen mit euch, hatte dann aber eine Menge Zeug immer wieder zu erledigen und ich habe nie die Chance bekommen. Nun habe ich mich einige Wochen auf meine Sedona-Präsentation vorbereitet und bin dann wieder auf diese Transkription gestoßen, weil ich Stücke davon nehme und es einfach eine tolle Sitzung war. Diese ist so süß und so lustig. Und so werde ich nun mit euch über die Sitzung gehen. Heute ist es wirklich eine gute und außergewöhnliche Sitzung, die ich nun teilen möchte mit jedem. So entschuldigt, wenn ich etwas krank klinge, deshalb mache ich kein Video. Ich bin definitiv nicht in Videolaune. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ich hoffe, das inspiriert jemand und ich danke euch allen, dass ihr in meinem Leben seid, so toll und schön, wie ihr mich in letzter Zeit inspiriert habt durch eure E-Mails, Videos und Telefonanrufe und all das Zeug von Menschen, die erstaunliche Dinge tun. Das, was wir hier in dieser Welt tun zu dieser Zeit, jede Aktion hat einen Welleneffekt. Meine Handlungen helfen anderen und diese wiederum helfen weiter, wenn ich die Informationen bzw. Ausschnitte von meinen Klienten weitergeben darf und so weiter und so weiter. Und ich möchte nun allen danken, die zu dieser Zeit teilnehmen und tatsächlich etwas tun in dieser Zeit. Das ist wirklich eine coole Sitzung, also sei gespannt. Als die Klientin in die Sitzung geht, reist sie zurück zu einer Lebenserfahrung, welche ein Teil von ihr ist. Sie geht tatsächlich auf ihren Heimatplaneten zurück und sie weiß es sofort, denn sie ist total überwältigt. Sie sagt, wow, dies ist meine Heimatwelt, dies ist mein Heimatplanet. Es fühlt sich an wie zu Hause. Es ist sehr cool, sehr anders. Es scheint, als wäre der Boden etwas schwammig. Es fühlt sich an wie in New Mexico, wie Wüste mit Hügeln und Stufen. Aber der Himmel ist wie ein schwacher Grünton. Ein schönes Grün, also nichts im Vergleich zu dem Himmel hier. Und das sind zwei Dinge am Himmel. Sie sagt an, dass es zwei Sonnen gibt. Und sie beschreibt diese ein bisschen kleiner als unsere Sonne. Und sie sagt, das sind zwei kleinere Sonnen und der Boden sei ein wenig schwammig. Wenn sie spazieren geht, ist es ziemlich schwammig und so haben wir jetzt die Szene dort eingestellt und beginnen. Jetzt konzentrieren wir uns auf den Körper von ihr. Der Körper, und das ist, wo es wirklich lustig und cool wird, ich muss ihr eine Menge Requisiten für diese Session geben, da sie nicht zögerte. Sie beginnt alles bzw. sich zu beschreiben, wie ein ganz anderer Körper, der so funktioniert, von einem einzelnen Bein, der einem Fuß ähnelt, mit einer Hand. Es ähnelt mehr einer Hand wie einem Fuß und diese sind wie ein Gliedmaß zusammenhängend. Von diesem Handfuß, der größer als Finger scheint, aber es ihr ermöglicht, sich wirklich leicht zu bewegen. Sie hat
einen menschenähnlichen Torso, aber mit drei Armen, zwei an den Seiten und einem von vorne, und der Kopf sitzt direkt auf ihren Schultern. Es gibt keinen Hals, es gibt ein Gesicht, und sie beschreibt dies wie eine Art Mundstück für die Aufnahme von Lebensmitteln, aber nicht für die Kommunikation. Sie hat Augen, aber es gibt drei Augen. Der Kopf hat nicht wirklich Haare. Sie beschreibt, dass es aussieht wie dicke Spaghetti-Stücke. Ich fragte dann, was für einen Sinn diese Stücke haben. Sie sagte, oh, sie werden als Antenne verwendet, um Informationen aus ihrer Umgebung zu bekommen. Eine sehr coole Beschreibung eines sehr unterschiedlichen Körpers, und es ist ein geschlechtsloser Körper, nicht Mann und nicht Frau. Sie ist einfach überglücklich und sie sagt, es ist so toll, wieder zu Hause zu sein. Der Körper ist Heimat, dieser Planet ist Heimat, und es fühlt sich erstaunlich schön an, hier zu sein. Dann fragte ich sie, ob sie mich dorthin bringen kann, wo sie lebt, auf diesem Planeten. Und wir kamen an. Auf dem Grund des Canyons ist ihr Platz. An einer Seite des Canyons ist ein Eingang eingebaut. Und als sie sich einer Tür nähert, öffnet diese sich. Niemand sonst außer ihr kann eintreten. Ihre Heimat ist ausgerichtet auf ihre persönliche Wellenlänge ihres Bewusstseins. Es ist eine Bewusstseinswellenlänge, es ist nicht biometrisch, aber sie muss nichts berühren. Es ist nicht DNA bezogen, es ist ihr Bewusstsein. Die Informationen sind alle auf das Haus mit ihr abgestimmt. Sie sagt, alles ist dunkel, und sie sagt, dass es ein Zeichen ist, dass sie lange nicht mehr da war. Es fühlt sich sehr leer an und alles, was sie tun muss, ist zum Beispiel an Licht zu denken, und das Licht schaltet sich automatisch an. Wieder sagt sie, sie sei so glücklich, zu Hause zu sein. Sie war einfach die ganze Zeit fröhlich, und ich frage sie Dinge. Okay, du sagtest, es fühlt sich an, als wärst du schon lange fort. Aber was ist die Hausaufgabe? Gibt es einen Hinweis, die anzeigt, wie viel Zeit vergangen ist seitdem? Und sie sagt, nein, das Haus wurde nicht baufällig. Es ist, als ob ich es nie verlassen hätte. Da ist ein großer Raum mit Bereichen, die für verschiedene Aufgaben als Nährgebiet zugeteilt sind. Ein Ruheraum, auch wenn sie keinen Schlaf benötigt. Sie ruht nur darin. Es gibt einen Untersuchung- und Arbeitsbereichraum mit Händen, wie ein holographischer Bildschirm. Sie tut alles, was sie sucht, auf dem Bildschirm. Und ich frage sie, ob sie nach etwas suchen wolle, nun, da wir Zugang zu diesem tollen Hightech-Computer haben. Sie sagt, ja, ich möchte wissen, wo all meine Freunde sind. Und sie sagt, dass die Entitäten von diesem Planeten ihre Freunde von ihrem Heimatplaneten sind. Also sucht sie gerade jetzt auf dem Bildschirm, und es scheint, dass sie nicht die Einzige ist, die auf die Erde gegangen ist. Allerdings ist sie die Erste, die zurückkam. Sie ist die Einzige, die nach Hause kam. Es ist leer. Ihr Planet ist leer, weil alle dem Ruf folgten, zur Erde zu kommen. Sie sagte, ich kenne diese Leute in meiner Heimatwelt, aber ich kenne sie nicht auf der Erde. Also weiß ich nicht, wo sie sind oder wo sie auf der Erde waren. Ich fragte sie, warum sie auf die Erde gekommen sind. Sie antwortet, es ist unsere Aufgabe, zur Erde zu kommen und Systembuster für eine Lebenszeit nach Lebenszeit nach Lebenszeit zu sein. So wird es offensichtlich, dass dieses Wesen, das sie auf ihrem Heimatplaneten zu sein scheint, diese Zeit auf der Erde verbracht hat und wir die Zukunft sehen können. Sie sieht die Zukunft. Was ist, wenn sie zu ihrem Heimatplaneten zurückkehrt? Also frage ich sie, was ist auf der Erde passiert, bevor du nach Hause zurückkehren konntest?
Sie antwortet, dass es ein Ereignis gab. Und nach dem Ereignis gab es eine Zeitperiode, in der die Menschen ihre Schwingung erhöhen konnten. Entschuldigung, Leute. Das ist sehr aufregend, das vorzulesen. Ich mache weiter. Weil all die Negativität auf der Erde verschwand und sie können die Schwingung erhöhen, wann immer sie wollen. Und wenn sie ihre Schwingung erhöht haben, konnten sie aufsteigen. So also. Sie machte den Aufstieg und sie stieg auf in die fünfte Dimension. Und danach verließ sie die fünfte Dimension und ging zurück nach Hause zu ihrem Heimatplaneten. Dieser ist in der achten Dimension. Okay, das ist sehr aufregend. Wow! So fassen wir zusammen. Sie stieg auf, dann passierte der Event. Nach dem Event löste sich die Negativität auf. Und dann stieg sie auf in die fünfte Dimension, verließ diese und dann entschloss sie sich und sagte, hey, jetzt kann ich wieder nach Hause und ging zurück in die achte Dimension zu ihrem Heimatplaneten. In Ordnung, also fragte ich sie, ob sie was über das Ereignis erzählen möchte. Was hast du als die Frau auf der Erde erlebt und wo warst du, als es passierte, beziehungsweise was hast du gerade getan? Die Antwort von ihr. Sie kam auf die Erde, sie wollte es erleben und alles sehen. Sie ist eine Bloggerin. Sie ist eine Bloggerin und sie sagt, dass ihr Bloggen sehr wichtig ist. Und das ist die Art, wie sie dabei war, Systeme zu zerschlagen, wie sie als Person und ihr Blog Einfluss auf die Welt hatte. Sie lehrt jene mit Verstand, die bereit waren, offen zu sein und sowohl im Physischen die Schwingung anhob auf ihren Reisen, da sie oft auf ihrer Arbeit gereist ist. Auf dem Computer hat sie die Aufgabe gehabt, das System mit ihrer Arbeit zu zerschlagen. Ich fragte sie mehr nach dem Ereignis und sie beschrieb dies so. Es gab Tentakel von Licht, die auf die Erde kommen würden. Es ging an und aus, an und aus, an und aus. Wir haben uns auf ein ziemlich großes Event bzw. Ereignis vorbereitet. Jeder dachte, es wäre eine große Sache und ich frage, okay, was hat jeder gesehen oder sah es jeder auf seine Weise? Sie erwidert, ich würde es als einen Tsunami der Liebe und des Lichts beschreiben. Dieser Klient war zu Hause, als es passierte. Ihr Ehemann war im Wohnzimmer, während sie bloggte. Sie konnte sehen, wie die Helligkeit in ihrem Zimmer heller wurde und sie sich darüber wunderte, was das wohl ist. Ihr Ehemann schrie nach ihr und sie geht raus und alles ist hell draußen und es wird heller und heller. Sie sagt weiter, es sieht aus wie, als wenn der Himmel in verschiedenen Farben plätschert. Es war hell, sehr helles, helles weißes Licht mit einem flachen Weiß. Und dann fing es an, bunt zu werden. Und sie sagte, als ich nach draußen ging und die Helligkeit sah, spürte ich, wie eine enorme Explosion von Energie durch mich durchging. Das Berühren eines lebendigen Kabels, aber es war nicht schmerzhaft. Es war Glück, es war fast wie ein Orgasmus. Sie sagte, sie war in einer absoluten Freude und Glückseligkeit und der gesamte Verlauf der durchdringenden Energie dauerte ungefähr eine Minute. Nachdem es nachlässt, geht das wie eine glühende Glut in den Körper und sie sagt, sie wusste, was es war und sie fühlte sich einmalig einfach wundervoll. Ihr Ehemann dagegen war völlig verrückt bzw. verängstigt geworden. Sie beruhigt ihn und sagt, dass alles in Ordnung ist und er sich beruhigen kann. Sie erklärt ihm, dass dies das Ereignis ist, das Event. Dann fing ihr Mann an zu weinen und sie beruhigte ihn. Ich fragte dann, ob sie nach dem Ereignis einige Dinge verändert hat bei den beiden oder auch global. Beziehungsweise ob sich nach dem Ereignis einige Dinge verändert haben oder auch global. Sie antwortet, es scheint so, als wenn einige Menschen verschwunden seien für ungefähr 3 Tage. Sie fühlt sich super happy, sie ist verblüfft, dass sie sich in Freude und
Freude, Sonne und Liebe, Frieden und Harmonie. Sie sagt, die Leute müssen sich beruhigen, entspann dich. Die Erde wird in Ordnung sein. Es geht weiter nach dem Event, nach dem Ereignis. Danach werden die Plejadier öffentlich für alle sichtbar landen. Ui, juhu, der Geist der Menschen ist geöffnet. Diejenigen, die nicht bereit sind, das Schwingungslicht zu empfangen, das verfügbar war während des Events, des Ereignisses, wurden von der Erde auf die Schiffe geholt, weil ihre Körper hätten dem Schock nicht überstanden. Sobald sie auf den Schiffen sind, werden sie irgendwie in einen Stillstand gebracht und sie kehren auf die Erde zurück. Die, wo eine dunkle Seele haben, kehren nicht zur Erde zurück. Sie werden jedoch in der Zentralsonne wieder aufbereitet. Alle anderen kommen zurück auf die Erde. Sie kommen zurück, wann immer sie wollen. Doch ein negativer Gedanke oder weiter negatives Handeln wie zuvor auf der 3D-Erde können sie nicht, denn da ist ein energetischer Block. Sie wollen lügen, doch sie können es nicht. Sie wollen stehlen, doch sie können es nicht. Sie können keine schlechten Dinge tun. Und diejenigen, die es immer wieder versuchen und darauf bestehen, bleiben am Ende in einem 3D-Leben, dass sie die höhere Schwingung nicht bewältigen. Sie bringen sich selbst in Gefahr. Entweder nehmen sie sich das Leben oder sie werden physisch sterben. Die anderen Menschen, die hier bleiben, werden eine Art Ausbildung machen, wie einen Hund zu trainieren. Sie bringen ihr bei, positiv zu denken und sie sagen, dass wir, der Mensch, die wichtigsten Schichten schon verloren haben von Schuld und Scham. Ich habe darüber gesprochen in einigen meiner vergangenen Interviews. In den Sitzungen habe ich einige davon aufgenommen. Es ist, als ob du eine Wolldecke nimmst, die aber Negativität kennt, an die wir so gewöhnt sind. Es fühlt sich fast verletzlich an oder so neu, aber habe dieses Gefühl abgestellt und es fühlt sich sehr roh an. Lassen wir diese aus, werden andere Menschen uns sehen können. Also diese Emotionen, nehme ich an, meint sie hier. Werden andere Menschen uns sehen können, für wer wir wirklich sind und wir nicht daran gewöhnt sind, aber es ist sehr mächtig, sehr, sehr mächtig. Ihre Rolle wird sein, den Menschen zu helfen oder sie zu beruhigen, über Dinge anders zu denken, die Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und sie auf einen höheren Schwingungsniveau zu bringen. Das wird sicherlich die Regel für viele sein, viele, viele Menschen, die erwacht sind und bewusst sich selbst heilt. Jetzt schauen wir mal, wie sich ihr Leben danach verändert. Ich frage sie danach. In diesem Ereignis wird sie eine Lehrerin sein. Sie verlässt ihren alten Job, in dem sie gerade arbeitet, in einer medizinischen Umgebung. Und sie sagt, sie verlässt ihren alten Job, als das ganze medizinische System sich ändert. Aber sie geht zur Arbeit und sie lehrt Blocken mit den Technologien, die dabei erfunden werden in dieser Zeit oder die als Folge aus dem Ereignis entstanden sind, erlauben ihr nicht länger zu blocken, wie in der zweidimensionalen Ebene, aber auf der dreidimensionalen Ebene mit holographischen Bildern. So, das ist schon ganz schön cool. Ende Teil 1. Danke fürs Zuhören und entschuldigt, wenn ich ab und zu ein paar Verpatzer hatte. Aber das Ganze ist sehr aufregend, auch für mich. Ich wünsche euch allen noch eine wundervolle Zeit und genießt euren Aufstieg. Denkt dran, positives Denken zu üben und versucht, das Außen an euch vorübergehen zu lassen. Bleibt bei euch so gut wie es geht. Alles Liebe, eure Gabriele.